Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wir sind im Flight Simulator wieder unterwegs und heute fliegen wir zum ersten Mal anständig die U-52. Also ich hoffe es zumindest. Ich habe sie schon mal in die richtige Position gebracht, damit wir hier besser wegfahren können. Wir sind hier in Bern und fliegen werden wir nach St. Gallen. Ich zeige das mal kurz auf der Karte. Ja, wenn sie denn kommt. Karte. Dankeschön. Machen wir das mal hier auf. Das ist ungefähr eine Flugzeit von einer Stunde da zum Bodensee hin. Wetter ist jetzt gerade nicht das schönste, also wir spielen mit Live-Wetter und ja, echten Verkehr etc. Und ich versuche das heute mal ein bisschen nach Checkliste zu machen. Das Einzige, was ich nicht machen werde, sind so die Safety-Tests. Das werde ich heute mal nicht machen. Okay, das ist die moderne U-52 in der U-Air-Lackierung. Das erste, was wir machen werden, ist die Fenster aufmachen, damit man den Motor besser hören. Und ich werde jetzt mal ganz kurz die Musik ausmachen, weil den Motor will ich gern in der vollen Pracht hören. Und Parkbremse ist angezogen, ja perfekt. Die Yokes werde ich mir mal wegtun, die stören jetzt nämlich gleich. Und jetzt holen wir uns mal die Checkliste. Hier hat man von JD die Checkliste geholt. JD's Checklist und gehen wir mal zu der U-52. Na, Hawk U Deutsch und zoom da gerade mal rein. Okay, also wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie es mit dem Benzin aussieht. Machen wir jetzt mal voll. Center of Gravity, das passt. Oder fast voll. Gut, das wäre das. Dann Höhengashebel, Mixture zu voll, Full Reach. Haben wir schon. Normalgashebel, Throttle ganz wenig auf. Machen wir mal. Ganz wenig Gas. Motorschienen haben auf. Warmes Wetter zu Frost. Die sind zu per Standard. Schmierstoffkühler wie Motorstirn haben, die weiß ich, dass die gleich sind. Einspritz, Absperrhahn auf und Vernebler auf. Die sind hier rechts. Nochmal auf und auf. Zentraler Zündschalter auf ein. Oh, wir haben es kurz geparkt. Batterie und Blitzlicht ein. Batterie müssen wir natürlich noch anmachen. Will ich das Cover? Ich will den Batterieschalter. Batterie auf. Ah, na, die war schon an. Okay. Gut, dann Blitzlicht. Mache ich hier an. Pitotit. Anti-Eis. Pitotit machen wir gerade schon mal an, weil wir haben es kalt. Anti-Eis habe ich schon an. Master Starter auf ein. Betriebbatterie Hauptschalter links oder rechts. Wir gehen hier auf links mit dem Fuse Selector. Handpuppe funktioniert in der Simulation noch nicht, also machen wir es nicht. Hauptbehälter, also das ist dann schon der Start. Okay. Also wir machen jetzt hier Magneto auf an, Magneto on, Magneto on für alle Motoren. Hier. Warum will er jetzt wieder auf den Overhead gehen? Ständig das Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn wir mal kurz die Ansicht zurücksetzen. Ignition ist auf spät. Schauen. Ach, das sind so schon gesetzt. Durch mein Flight Dio. Das ist okay. Auf spät. Das ist standardmäßig auf spät. An der Schaltgriff ziehen, bis der Motor anspringt. Dann werden wir zuerst den Motor einstarten, damit wir die Batterie aufladen. Das ist bei dem Haus weg. Jetzt ist sie wieder da. Motor 1, Start. Ah, das haben wir hier vergessen. Und nochmal, Motor 1 Start.
Burn ground to Air Juliet Uniform 001 with Kilo request taxi for takeoff south departure. Ah, nicht du schon wieder. Uniform 001 taxi to hold short of runway 14 using taxiway Charlie Delta cross runway tree 2 Charlie Kilo Alpha cross runway 14 Charlie. Contact tower on 119.7 when ready. Gut, dann können wir den gerade noch bestätigen. Acknowledge. Taxi to and hold short runway 14 using taxiway Charlie Delta cross runway tree 2 Charlie Kilo Alpha cross runway 14 Charlie Joe Air Juliet Uniform 001. Gut. Das wäre der Motor 1, dann Motor 2. Klappe hier wieder zu. Startet. Motor 3. Startet. Okay, Schmierstoffdruck muss ansteigen, schauen wir uns gleich an. Zündzeitpunkt, Verschiebung auf früh, bei allen. Also, warum verschwindet jetzt hier immer die Maus? Das ist seit dem Sim-Update 7 so. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz raus. Wieder rein. Resume. Auf früh, früh und früh. Gashebel 700 bis 800 Umdrehungen. Gehen wir mal rauf mit allen Maschinen. So ist okay. Einspitz, Absperrhahn zu und Vernebler zu. Hier unten zu und zu. Hier wieder auf alle. Und dann wär's das. Das nächste, was wir machen müssen, ist den Motor warm laufen lassen. Motor mit 1000 bis 1200 Umdrehungen laufen lassen, bis Schmierstoff Eintrittstemperatur 25 bis 30 Grad. Das sind wir hier unten. Schmierstoffdruck 5,8 bis 7 ATU. Kraftstoffdruck 0,4 bis 0,25. Okay, bis 30. Gehen wir mal auf 1000 Touren. Fair enough. Gut, damit hüllt es dann auf ein bisschen Schmierstoffeintrittstemperatur bei 40 Grad. Also da müssen wir jetzt ein bisschen warten, das dauert. Ventilbatterie, das ist, okay, das waren jetzt die Checks, das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Und die Magnetos testen wir auch nicht. Höhenmesser können wir schon mal einstellen. Das mache ich aber mit dem Hotkey. Instrumente prüfen, Positionslicht an. Position Taxi Beacon. Alles an. Okay, habe ich jetzt schon gemacht. Also warten wir, bis wir bei 40 Grad sind. Vor dem Rollen, Rollen zur Abflug, Motorhaube, Schmierstoffkühlung auf, Parkbremse lösen. Okay, dann gehen wir mal nach draußen. Ja, das sind jetzt die Landinglichter. Welche Lichter sind jetzt das? Beacon, Navigation und Strobe. Und wir kriegen hier schon Eis. Also wenn wir schauen, dass wir hier schnellstmöglich irgendwie wegkommen. Anti-Eis ist an und Pitot ist auch an. Aber die Temperatur braucht. Der Rest sieht eigentlich okay aus. Ausgangstemperatur dürfen wir dann nicht über 100 kommen. Okay. Hier könnte man eigentlich mal wieder rausgehen. Okay, ich glaube, ich muss die Checkliste nochmal aufmachen. Irgendwie habe ich jetzt die Buttons hier oben nicht mehr. Komme ich nicht auf die andere Seite. Gut, das werden wir dann nach Gefühl machen.
Halt, die Maschinen brauchen ein bisschen. Ja, wir machen vereinfachten Autopiloten. Mal schauen. Also der geht nur nach dem Steuerkurs. Zug in Heading Lock. Genau, kann man dann hier einstellen. Den glaube ich werden wir vielleicht nutzen. Ja, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Warten, bis der Motor warp wird. Wir können wegen dem Taxi mal schauen. Wieso wieder da auf dem Runway? Verstehe ich jetzt nicht ganz, dass er da nach hinten will. Oh, die Flaps sind voll ausgefahren. Das braucht's nicht. Also, schönes Flugzeug. Ich hoffe, wir kriegen mit Nice hier keine Probleme. Und ich werde mir nicht das tun, was er hier sagt. Wir werden hier rausfahren. Und da habe ich gerade schon abheben, oder? Nee, wir werden hier runter taxien. Aber der will, dass wir hier dann da reingehen. Und in der Richtung starten. Na gut, wir werden hier so rumtaxien. Wir werden da nicht rausfahren. Das halte ich ein bisschen viel irrsinnig. Das macht die Temperatur. Wir können jetzt ein bisschen nach hoch gehen. Checkliste. Mischstoffeintrittstemperatur 40 Grad. Sind wir jetzt bald. Wir werden jetzt die Checkliste nochmal schnell auf einen anderen Monitor legen. Ah, damit ich das sehe. So, es war vor dem Start, Steigflug. Beim Steigflug, Landeklappen auf 10 Grad zurückstehen, Geschwindigkeit bei Steigflug 140 km/h. Nach 5 Minuten die Leistung auf 30 Minuten Leistung reduzieren. 30 Minuten Leistung sind 1900 Umdrehungen bis 900 Meter. Und 1075 Umdrehungen über 900 Meter. Nach 30 Minuten Leistung auf Dauerleistung und das sind dann 1850. Also hier. Alles klar. Das wäre dann der Steigflug und beim Reiseflug schauen wir dann bei der nächsten Checkliste weiter. Macht die Temperatur. Braucht echt ein bisschen. Okay, für den Abflug. Kollisionslichter, Pitot-Heizung an, Landeklappen 25. Sollen wir gerade mal machen. Das müsste hier sein. Drehmung 1,8. Nase hoch. Echt 1,8? Das halte ich ein bisschen viel. Ich glaube, das ist falsch. Wir werden die Drehmung hier haben, 0,4. Ausrichtung der gerade ausholen, anbremsen, zügig Gas geben bis Anschlag. Bremsen lösen. Eine Minute Leistung sind 2050 Umdrehungen, dann noch müssen wir wieder runter. Abhebegeschwindigkeit ist 100 bis 120 km/h. Noch eine Minute die Leistung auf 5 Minuten Leistung setzen, sprich 1059 Umdrehungen bis 900 Meter. Aber ich glaube, wir können jetzt mal langsam los hier. Dann werden wir die Ansicht zurücksetzen. Und wir machen die Fenster wieder zu. Und auch das hier. Und das hier. Dann ist es nicht ganz so laut. Okay. Ein paar Bremsen lösen. Oh shit. Geht's ja gerade schon los.
Stimmt, wir sind eher im Gas. Oh, knapp hier. So. Jetzt wird aber der Schmierstoff recht schnell wieder abkühlen. Das war zumindest beim Test so. Also das ganze Startup-Prozedere habe ich 2-3 Mal gemacht. Ich bin noch nicht abgehoben damit. Und, wie gesagt, ich bin kein Pilot. Ich mache das nur hier zum Spaß. Aber ich versuche es so halbwegs realistisch zu machen. Gespannt wie jetzt mit der Bremse, weil ich habe hier nur einen Button für die Parkbremse. Dass er uns da nicht auf die Schnauze haut. Ich brauche da echt mal die Pedale. So, der Läh. Es ist ziemlich schmal hier. Die Bremse, wie sie quietscht. Okay. Da nochmal die Parkbremse rein und dann holen wir uns die Freigabe. Takeoff Clearance. Burn Tower to Air Juliet, Uniform 001 ready at runway 14 South departure. To Air Juliet, Uniform 001 QNH 30.12 wind 127 at 8. South departure approved. Cleared for takeoff runway 14. Machen wir die VFA-Map nochmal auf den anderen Monitor. Acknowledge. Na komm. Cleared for takeoff runway 14 to Air Juliet Uniform 001. Das ist neu. Disable ignoring weather at this airport. Gut, dann ab auf die Startbahn. Die Bremse noch drin? Nee. Ich hoffe, das wird jetzt was. Wie gesagt, ich habe keine Pedale und sie wird driften. Okay. Gerade den letzten Funktionscheck nochmal machen. Es funktioniert. Okay. Einbremsen. Schau ich nochmal in die Checkliste. Kollisionssichere Trimmung aus. Züge Gas geben bis Anschlag. Bremsen lösen. Einwirkende Leistung 2050. Mal hier zurücksetzen. Puh, spannend. Das erste Mal, dass ich das so von selber abheb. Gut, Bremsen drin. Maximaler Schub. Und abheben. Wir sind oben. Hebt unglaublich schnell ab. Und mit dem Schub schon wieder zurück ein bisschen. Wie das Ding steigt.
sehr gut. So, dann prüfe ich gerade noch mal die Checkliste. Alles gut. Gleich vom Landeklappen aufziehen. Und Geschwindigkeit bei Steigflug 140. Und bei 1900 Drehungen bleiben wir mal bis 1850. Kurz das Instrumente prüfen. Das ist eh gerade perfekt. Ja. Bird Tower to Air Juliet, Uniform 001, continue for South Departure. Also ich hoffe, wir sehen hier noch ein bisschen was. Leistung ein bisschen reduziert. Steigung ist gut. Ist wirklich nicht so schwer zum Fliegen. Und dann würde ich gerne mal den Autopiloten ausprobieren. Wie gesagt, der hält nur die Richtung. Mal schauen, ob ich das Heading hier einstellen kann. Ja, kann ich. Das kann er nicht so ganz zurecht. Jetzt eine Höhe von 3. Da bleiben wir jetzt auch erstmal. So, Reiseflug. Landeklappe im Reiseflugstellung. Reiseflug 1700 bis 900 Meter über und 3000 Feet. Günstige Höhe. Günstigste Höhe sind eigentlich 3300 Feet, also 1000 Meter. Reisegeschwindigkeit 240. Ja, wir werden aber noch ein bisschen nach oben. Flugdauer. Wir werden jetzt hier mal den Autopiloten nur für den Funk reinmachen, der nervt mich sonst. Burn Tower to Air Juliet, Uniform 001, Frequency Change. Burn Approach to Air Juliet, Uniform 001, is Type Junkers Ju 52, 6 miles east of Burn, 3700 feet. Request flight following. Ja, wir brauchen hier. Air Juliet, Uniform 001, Burn Approach. Squawk 0136. Squawk 0136 to Air Juliet, Uniform 001. To Air Juliet, Uniform 001, radar contact 6 miles east of Burn, 3900 feet. QNH3, 0.12. Roger to Air Juliet, Uniform 001. Ja, das ist schon die maximale Trimmung. Und wir sind weitestgehend auf Kurs. Echt schön. Wir gehen so auf 6000 Fuß. Jetzt wie stabil ist es? Sieht noch nicht nach links und rechts. Also Autopilot ist aus. Na, die Steigung ist stabil.
Was für ein Flugzeug. Ein paar leichtere Turbulenzen haben wir. Schauen. Heading back. Heading hold. Soll ich mal den Autopiloten anmachen? Wow. Zieht mir gerade mal auf die Seite. Das machen wir mal nicht. Und wieder ausschalten hier. Jetzt richtig so? Nee, du ziehst mir da auf die Seite. Ah, jetzt hat er mehr. Wieso machst du das? Siehst du hin? Ich bin noch nicht sicher. Aber wir müssen mal nach oben ziehen. Den Autopiloten habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ah, da die Kompassanzeige. Jetzt glaube ich, sind wir spot on. Google Heading Hold on. Autopilot on. Müssen wir uns eigentlich nur noch um die Steigung kümmern. Die ist okay. Ja, wir gehen auf 7000 da bei den Bergen. Tust du nicht wirklich halten, hä? Muss man den nochmal aus und ein machen? Nochmal ein bisschen so rüber. Also mit dem Autopiloten werde ich nicht warm. Mal wieder. Ich glaube, wir fliegen komplett manuell. Das mit dem Autopiloten wird nichts. Da muss ich mich mal einlesen, wie der genau funktioniert hier. Okay. Gerade hier der Höhenanzeiger, der ist ja in Kilometer. 3 Kilometer Höhe. Interessant. Also in echt hat es in der Schweiz gerade nicht so viel Schnee. Aber dafür windet es, das merke ich. So, ich denke, auf der Höhe können wir mal bleiben. Dann werden wir jetzt hier mal die Steigflug rausgehen. Und die Leistung reduzieren. Dann habe ich sie richtig getrimmt krieg. Flaps gerade. Also auf 0. Uniform 001, contact Zurich Center on 126.225. Good day.
126.225 Juair Juliet Uniform 001. Zurich Center Juair Juliet Uniform 001 6800 feet. Also der Wind ist gerade echt fies. Uns drückt es immer wieder nach oben. Schau mal mit dem Eis aus, da ist alles okay. Schau mal, was das Handbuch dazu sagt beim Reiseflug. Reisegeschwindigkeit, Flug, hat dann Leistung 1775. Da sind wir fast drin. 1850 bei über 900 Meter. 1850, okay. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen Schmackes. Bleibt sie auch weitestgehend gerade. Was seid ihr so von der U-52? Also ich finde es ein echt schönes Flugzeug. Können wir eigentlich wieder zumachen. Brauchen wir nicht. Irgendwo Luzern. 9 o'clock, 3 miles, at flight level 380 Twin Jet. Report them in sight. Square Juliet, Uniform 001, contact Zurich approach on 130.56. Aber wenn das hier stimmt, dann habe ich hier bald mal so eine. Going to 130.56, Juair Juliet, Uniform 001. Zurich approach Juair Juliet, Uniform 001, 7400 feet. Juair Juliet. Uniform 001 Zurich approach QNH 30.12 continue as planned. Ganz schön was los hier. Alles normal, schauen wir mal die Instrumente. 60 Grad, das dürften so um die 80 sein, das ist okay. Alles in Ordnung. Ja. Ideale Bedingungen. Ja gut, das Wetter kann schöner sein, aber ansonsten ideal. Eine von die U-52, die wir sie restauriert haben, haben sie auch mal nach Amerika gebracht. Zu einer Ausstellung. Von die, die gehört dem einen Kofferhersteller. Ah, wie hieß jetzt der nochmal? Fällt es nicht mehr ein. Er ist ganz bekannt für die Koffer, die hat diese Wellenform haben, so wie sie U hat. Hab ich schon vor kurzem eine Doku über dies gesehen. Ich komme nicht drauf. Irgendwas mit G, glaube ich. Dass wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit kriegen. Knapp 200.
So. Mega nice. Ich weiß nicht, wir sind auf Twitch, aber ich glaube, schon ein relativ lautes Flugzeug, oder? Zurich approach to Air Juliet Uniform 001. Request clearance to transition Charlie airspace. To Air Juliet Uniform 001 Zurich approach. Cleared through the Charlie airspace. Ich werde es mal ein bisschen Charlie leiser airspace to Air Juliet Uniform 001. So. Ja, gleich um ungefähr die Hälfte der Strecke. Sehr gut. Ich denke, ich werde uns mal ein bisschen Musik reintun. Wenn man sie auch halbwegs gut hört. Ja, so ganz ausgetrimmt, glaube ich, habe ich sie nicht. Da muss ich einfach noch ein bisschen mehr fliegen, bis ich da den Sweet Spot draußen habe. Ich möchte auch mal mit der Lockheed Super Constellation fliegen. Die ist so anscheinend vom Modell nicht so mega geil. Aber das Flugzeug fasziniert mich. Gibt ja auch eine in der Schweiz. Die wollen es jetzt wieder flugfähig machen. Die hat ja vorher Breitling gesponsert. Also im Unterhalt. Es ist unglaublich richtungsstabil. Ich hoffe, sie fliegen bald wieder in der Schweiz. Und seit dem Unfall ist keine mehr abgehoben. Ich glaube, ich war 2018, wo eine U-52 abgestürzt ist. Aufgrund eines Pilotenfehlers. Also da vorne ist schon der Zürichsee und links ist Zürich. Also man sieht es nicht, aber Zürich wäre ungefähr da. Und danach ist gar nicht mehr so weit. Schauen wir mal schon mal das Prozedere für die Landung an. Downwind Lag, Geschwindigkeit 140, 150, Landeklappen 10, Base Lag, Start des Sinkflug mit ca. 300 bis 400 Feet pro Minute, Landeklappen 25, Geschwindigkeit runter auf 120 und beim Final Landeklappen 40, Dreipunktlandung mit ca. 105, Landung auf Hauptfahrwerk mit ca. 120. Okay. Das werde ich mir natürlich so merken. Anflug auf ca. 1000 Feet über Platzhöhe. Okay, dann müssen wir auf alle Fälle nochmal runter. Ja, sind noch ein paar Spieler unterwegs.
alle mit den modernen Großraumflugzeugen. FA-18E, das ist doch ein Jäger, oder nicht? Papagei der 815. Jetzt glaube ich, habe es mit der Trimmung. Oh, erstmal Käffchen. Es schon wieder kalt ist. Mann, ich habe eigentlich so eine smarte Tasse, die mir den Kaffee durchgehend erhitzt. Und ist gerade in der Reparatur schon seit über einem Monat. Ich vermisse die Tasse. Könnte man natürlich auch eine Thermoskanne hier hinstellen. Aber da trinke ich ja nur noch Kaffee. Der schönsten Simulatoren, ey. Die da unten, glaube ich, sind alle in Zürich. So, ich bin mal gleich wieder bei euch. Vielleicht eine Minute ungefähr. So, da bin ich wieder. Hab mal von der Stewardess Wasser holen lassen. Noch weitestgehend noch auf Kurs, aber wir könnten dann mal mit dem Sinkflug anfangen. Mal den Zürichsee. Und irgendwo da hinten bin ich. Oh, da. Kommt uns gerade die KI entgegen. Gut, dann gehen wir mal langsam nach unten. Leistung wegnehmen. Climb and maintain 8000 feet. Expect ILS runway 14 approach by RILAX transition. Clear to RILAX Swiss 1575. Zurich approach Swiss 787 is passing 9300 feet, descending 7000 feet. Swiss 787 Zurich approach. Oh, was hat er denn jetzt? Jetzt hat er mal einen Ladefehler hier gehabt. Du bist ziemlich weit unten. Ja, da irgendwo da hinten bin ich. Jetzt gerade. Greifen Sie. Ah, ist nicht der Greifen Sie. Doch, wohl. Oder? Bin mir nicht sicher. Eigentlich soll ich es wissen. Landung wird noch spannend. Eventuell mache ich dann mal eine Platzrunde. Nur um zu gucken, wie es aussieht. Noch gemäß Karte ein bisschen vom Kurs abgedriftet.
das ein bisschen in die Richtung. So ist gut, glaube ich. Also ich glaube, zum Fliegen lernen wäre der U-52 echt ideal. Die fliegt de facto von selber. Ja. Morgen der 24. Freut euch schon. Ich lande aber nicht in Zürich. Ach nee, das war Swiss. Okay. Ich würde sagen, ungefähr viele Stunden noch. Dann sind wir da. Macht eigentlich Motoren so? Alles ideal hier. Bis unter 60 Grad sind wir da. Boah, Tonaussetzer. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mal so ein Head-and-Eye-Tracking hole. Das soll zum Fliegen ziemlich geil sein. Aber das ist ziemlich teuer. 230 Euro, glaube ich, kostet das. Also zumindest ein gutes Teil. So weit will ich nicht mehr runter. Jetzt kommt mir der Boden ein bisschen zu nah. Ja, morgen geht's für mich ins Wallis. Das ist aber da, wo sie die ganzen Postkarten in der Schweiz machen. Bin mal gespannt, wie viel Schnee es da hat. Das ist so ein halben Meter, das wäre schon mal ganz cool. Oh, da könnte man so schöne Aufnahmen machen von der SBB und der BLS mit den historischen Zügen. Oder semi-historisch. Den Marker, den ich mir da setzt, mit dem Head Approach, den sehe ich gar nicht auf der Karte. Aber jetzt wird es wieder windig.
Ich hoffe, ich verkacke die Landung nicht. Aber ich sag's euch, gestern der Stream, das war so eine Katastrophe. Zuerst hat OBS gemeint, der braucht mir die Hälfte der Grafikkartenleistung. Und dann ist mir der ganze Rechner einmal abgeschmiert. Ich habe so ein bisschen an den Einstellungen herum gespielt. Und heute doch mal ein bisschen rumtestet. Und heute läuft's einwandfrei. War gestern nicht so mein Tag. Wir müssen recht flach reinkommen. Ah, so sehe ich. So ist besser. Mit den Höhenmesser sehen. Lass es dann langsam mal mit mir runtergehen. Auch nochmal die Höhe. Bis wir dann aufs Final gehen. Das heißt, wenn ich Final, also den Endanflug halt. Was hat er denn? Dass er da ab und zu mal so kurz hackt. Bei ihm sind alles sehr stabil, aber trotzdem hat er mal ganz kurz so Hänger. So, da vorne ist auch der Bodensee. Da wo der ganze Nebel ist. Ganz in der Nähe vom Bodensee, wenn wir dann landen. Ja, da hinten ist er. So wie das aussieht, gehen wir da voll in die Nebelsuppe rein. Ich hoffe, ich werde da den Run beisehen. Ich glaube, die Lichter sind hier umgekehrt. Navigation. Das ist verdreht. Ich glaube, ich muss mal die Lichter neu konfigurieren. Okay, dann machen wir Landeklappen auf 10. Ich werde mal kurz die Map größer machen bei mir. Ah, jetzt weiß ich, welcher Flugplatz das ist, wo wir hingehen. Da bin ich doch schon mal gelandet. In einem Buschtrip, den es bei Flight Simulator gibt.
die Landeklappen? Ja, der hat auf 10. Und landen mit 105. Müssen wir ein bisschen die Leistung wegnehmen. Das ist ein bisschen zu schnell. Ich möchte so auf 150 km/h runter, wenn es geht. Shit, wir werden voll in die Wolke reinfahren. Okay, wir gehen jetzt mal weiter nach rechts. Die Landung, ey. Ich habe so Angst, dass wir nach vorne tippen werden, weil ich die Bremse nicht richtig dosieren kann. Jetzt sind wir weitestgehend auf Kurs. Mindestens wenn es nach meiner Karte geht. Ich sehe nichts. Ah, da habe ich mir den besten Landeplatz beim Bodensee ausgesucht. Damit es so richtig schön neblig ist. Ein bisschen nachtrimmen. Wie schaut's aus da? Ja, okay. So bleiben wir erstmal. Kilometer. Meter Zimmer, Kilometer oben. Gemäß dem Höhenmesser. Warte mal, ja. Ne, der ist justiert. Okay. Jetzt fast die perfekte Trimmung. Warum sind die Lichter an? Warum sind die Landelichter an? Aha. Der Schalter ist es also. Aber die Landelichter, die ist nicht ganz rum, da die Landelichter angehen. Die kehrt alles an. Da? Ich glaube wirklich, bei mir sind die Schalter invertiert. Ja, nach oben ist an, wo es normalerweise aus ist bei mir. An, Navigationslichter an. Perfekt. Da ist auch schon der Bodensee. Boah, das wird eine blinde Landung. So ein Shit. Die erste anständige Landung mit der U-52 und dann in so ein Wetter. Die erste Landung hat man ja mal im Stream gehabt mit einem Autopiloten, wo ich dann auf dem Feld landen wollte. Das ging nicht gut aus. Gut. Flaps 25 und Leistung wegnehmen. Ich werde die Landung abbrechen müssen.
Ich habe einfach so gar keine Referenz, wo ich bin. Bin voll in die Suppe rein. Ah, warum reagiert sie jetzt so komisch? Das kann was werden. Ich werde ich erstmal so fliegen. Ich kann es ungefähr ausmachen. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt mal auf volle Flaps. Da hast du die Landebahn. Drauf zu. Ein bisschen zu schnell. Oh, wir gehen zu schnell runter. Oh, ich bin komplett aus dem Gas draußen jetzt. Ein bisschen zu hoch eigentlich. Ich will das Baby trotzdem runterkrieg. Nee, das sind zu, ist dann zu hoch. Ich glaube, wir können noch mal eine Platzrunde machen. Sollen wir jetzt auch machen? Flaps wieder hoch. Schub. Und drehen hier mal kurz. Ich weiß, die würden jetzt anders drehen. Wir drehen jetzt hier vorne einmal. Ja, das habe ich versemmelt. Alles andere als schön. Was macht der da unten? Auf 380 Meter? Oh, der ist, glaube ich, abgestürzt. Gucken, wo sind wir? Da. Und wieder rein in die Suppe. Bleiben jetzt da mal in der Kurve drin. Und für die Lande gibt es eine 5 minus. Geschwindigkeit wieder wegnehmen. Das Blöde mit Wasser ist, dass man es schlecht einschätzen kann, wie hoch man ist. Gehen wieder rüber. Bringen noch ein bisschen gerade und dann die Kurve.
Ja, probieren wir es nochmal. Flaps auf 40. St. Gallen Tower to Air Juliet Uniform 001 is 2 miles west, 1,700 feet with Quebec to land. Air Juliet Uniform 001 St. Gallen Tower Airport is currently IFR. Request denied. Ah, scheiße, es wäre nur IFR gewesen. Wir dürften gar nicht landen. Wir sind ja VFR. Was machen da zwei Jets? Ja, jetzt einfach sanft nach unten. Ist weg. Okay, und jetzt einfach rollen lassen. Ah, ich habe leider keine Pedale, deswegen ist es jetzt ein bisschen dämlich. Ah, der Arsch ist nach oben. Komm, bleib stehen. Ja, tut mir leid für das Hin und Her. Aber eben. Ich muss mir da ein bisschen behelfen. Indem ich mit Buttons links und rechts gehe. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Wollen wir da mal jetzt hier reinfahren? Oh wow, das war jetzt vielleicht was. Bleibst wieder mal nach oben. So schmal wie das ist, das kann doch nicht richtig sein hier. Können ja eigentlich nur private starten mit kleinen Maschinen. Puh. Von anderen Zeiten. Na komm, mach die Kurve. Ja. Das hätte ich mir zu Weihnachten wünschen sollen. Pedale zum Fliegen. Bottle-Quadrant habe ich, Yoke habe ich, nur die Pedale nicht. Schauen wir uns da hinstellen werden. Vielleicht gerade da vorne irgendwo. Ja, also jeder Pilot, der würde sagen, das war Wahnsinn, was ich da gemacht habe. Und so viel falsch, aber wie gesagt, ich mach's jetzt zum Spaß. Annähernd will ich mal an die Sachen halten, wenn es geht. Aber ja. Ich glaube, da vorne rechts sollen wir gerade reinfahren. Also ich würde sagen, die Proportionen stimmen hier nicht. Also hier rein. Aber ich glaube, das Aufsetzen war halbwegs sanft. Okay. Parkbremse rein. Und dann schalten wir mal alles aus. Und die Motoren aus. Na, Master Starter, off, off, off.
Sollten jetzt eigentlich ausgehen. Sehr gut. Haben wir sonst noch was zum Ausmachen? Mixtur. Aus. Featured Capillator aus. Dann Anti-Eis habe ich auch ausgemacht. Und hier die Sachen sind auch alle aus. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich noch nicht die Batterie abschalten. Cool. Ich glaube, das war's. Parkingbremse ist drin. Ja, das war's mit dem Flug. Also schreibt es mal gern, wie ihr das gefunden habt. Also ich fand es ganz spannend, jetzt mal mit der U52 zu fliegen. Sie fliegt sich wirklich sehr, sehr leicht. Und demnächst will ich mal mit der historischen Variante fahren. Das war jetzt die aufgepimpte, glaube ich. Und ich werde auf alle Fälle nochmal das Landen üben. Aber im Flug selber, hammergeil. Als nächstes vielleicht die Super Constellation. Die könnten wir uns eigentlich nochmal kurz anschauen, die Super Constellation. Nö, machen wir anders mal. Also, liebe Leute, das war's mit dem Stream. Bis zum nächsten Mal, vielleicht bis zum Abend.